So, jetzt hier, sieh mal. Oder? Komm, tausch mal Plätze, alles mal so ein bisschen, auch spontan, seid ruhig mal ein bisschen, ja, ne? Komm, steh sie spontan mal auf. Stefan. Stefan, genau. Hier, jetzt er. Ja, hallo. Zack. Hallo. Einfach mal, ja, offen mal reden, ja. Sich gar nicht irritieren lassen, auch von den anderen, das ist ja immer komisch so vor fremden Leuten, ne? Schön, dass ihr so zahlreich hier seid. Ich traf dich in diesem Käfig hier. Ja, darf ich kurz vorstellen, mein Name ist Wolfgang Weber. Ich bin ein Kind des Ruhrgebietes. Ich komme aus dieser wundervollen Stadt, Castrop-Rauxel hinter mir. Und ja. Also der Durchbruch kam, als ich auf die Gesellschaft Wissenschaft und Leben stieß. Beide Herren wirken im Grunde gleich, nur in anderen Bereichen. Und dann fiel nämlich nochmal ein völlig neues Licht auf den eher ja anfangs profitorientierten Menschen Thomas Mulvaney. Aber leider ist die Lebensdauer eines Menschen ja begrenzt und die Ziele gehen vielleicht noch viel weiter. Sozusagen, wenn man sagt, irgendwie die Ziele sind so, haben Sie das? Die Ziele sind so. Aber man kommt als Mensch nur bis hier. Wenn wir die Aufgaben, die uns vorgegeben ist, nicht in diesem Leben schaffen, dann müssen wir eben im nächsten Leben die Beendigung zu Ende machen. Ja, Herr Valentay, ich will es nicht ganz kurz machen. Ich wollte Ihnen eigentlich nur mitteilen, dass Sie die Reinkarnation von Thomas Mulvaney sind. Ist nun so, dass es ihm nicht gefällt, muss ich akzeptieren, aber ja, er hat mir die Einwilligung gegeben, dass ich das trotzdem irgendwie, dass ich sozusagen die Materialien über ihn und meine Ansichten und Äußerungen verwenden darf. Und das ist ja auch was, das ist ja schon dann so eine Art Trostpreis, ne? Schön du warst, so schön du bist, zusammen sind wir. Ich war gleich hin und weg, wie ein Joker im Blackjack. Ah. Hallo. Josef, richtig? Guten Morgen, Herr Saito. Ja, hallo. Zeig mich mal eben den Wagen, ne? Kommt mal mit dann. Ist auch ein gutes Auto. Ja, zum Verschrotten. Also, ihr fahrt ihn dahin. Adresse? Hast du? Ja? Ja. Gut. Also, Wagen abstellen, den Typen treffen. Der wartet auf euch, der hat auch das Geld. Hier, Peseta, Monet. Noch Fragen? Nee, alles klar? Hier der Schlüssel. Danke. Also, keine Scheiße machen, ich verlasse mich auf euch. Gut. Jo. Wo ist das Sekretariat von Professor Hübner? Im 7. Stock. Sonntags ist da keiner. Wie, heute ist Sonntag? Ja. Können Sie mir sagen, wann dort morgen jemand zu sprechen ist? Montag ist vor 9:30 mit Sicherheit keiner da. Also dann... Ja, was denn? Ist alles im Lot. Also in 2 Wochen geht's dann. Du, wie besprochen. Hm? Ja. Du musst dir keine Sorgen machen, wir kümmern uns um alles. Wird doch lustig, oder? Habt ein bisschen euren Spaß und wir sind glücklich. Ja, aber sieh zu. Das ist euer Platz hier, den, dass dem gut geht. Weil wir müssen ja auch... Ja, du kannst doch wissen, dass ich da ein Auge drauf habe. Ich meine, wenn nach 5 Minuten alles vorbei ist, habt ihr nichts davon gehabt, oder? Ja, stimmt, ja. Dann. Ja. Mach's mal gut. Ja, alles klar, ne? Ja, und fahr vorsichtig. Ja. Fahrrad. Schönen guten Morgen, Firma Breuer. Guten Tag. Sind hier die Berge vom Müll?
Bitteschön. Musiker? Musikant. Krieg endlich deinen Arsch um, ja. Und die beiden Fingerlein beachten, wir machen es auf die beiden Finger, gucken wir mal ganz doll uns. Entschuldigung, Frau Bunz, haben Sie schon mal was von einem Klopfen gehört? Was wollen Sie? Ich sitze hier mit einem Patienten, Sie stören die Behandlung. Ja, aber da ist ein Notfall. Das schickt man ausgerechnet Sie. Wieso wurde ich denn nicht angepiepst? Ja, haben wir doch versucht, hier auf Ihrem Fenster. Das blöde Ding, das ist kaputt. Wir sitzen ja sowieso an allen Ecken und Enden, so kann ich nicht arbeiten. Wir waren beide erst ganz alleine. Andere Menschen gab es keine. Und es ist ja genau das, was uns die Schulmedizin weismachen will. Dass wir uns sozusagen ständig gegen unseren eigenen Körper in den Krieg bewegen sollen. Bis man ständig im Kampf ist. Das geht immer so weiter. Immer im eigenen Kampf mit dem eigenen Körper, bis sozusagen null Chance auf Frieden ist. Null Chance auf... Ja. Denken Sie bitte an Ihre Medikamente. Ich bin gerade im Gespräch. Dieses... gehört ganz allein dir. Das heißt, wir buchen die Sonderleistung auch ins neue System? Na klar, alle Vorgänge, so ausführlich wie möglich. Die wollen einen richtigen Vergleich machen können, habe ich doch schon gesagt. Aber Becker hat gesagt, dass wir keine zusätzlichen Überstunden aufschreiben können. Jetzt mach das doch erstmal und dann gucken wir mal, ob überhaupt Überstunden anfallen. Ja, der war immer schon ein bisschen bockig, ne? Hintenrum. Auf den musst du ein Auge haben.